Auf der Reeperbahn nachts um 2:30. Ein Auftragskiller auf dem Weg zur Arbeit. Erst kürzlich hat er eine Tennisspielerin entführt und erledigt nun ihren Bodyguard mit einem gezielten Schuss. So steht es im Drehbuch des Actionfilms Challenger. Die Aufgabe ist, brutal zu spielen, jemanden umzulegen und die Frau zu vergewaltigen oder sie. Es kommt immer drauf an, was in dem Buch steht. Und ich lese das und den spiele ich. Fällt dir das leicht, die Rolle? Ich habe immer geträumt, ein Schauspieler zu sein. Und deswegen. Ich habe auch genug Filme von Bruce Lee gesehen und von anderen und versuche ein bisschen nachzumachen. Bewegenswert, bewege ihn, los! Im richtigen Leben ist Bahattin Bruce Özbek Weltmeister im Kickboxen. Seit 10 Jahren trainiert er in der Kampfsportschule Kwan Yu, wo Straßenjungen austeilen und einstecken lernen. Und das nicht nur im Ring. Einige, die man heute Kiezgrößen nennt, haben hier gemeine Schläge und tödliche Tritte geübt. Nicht unbedingt im Sinne des Gesetzgebers. So hat der kleine Bruder des Weltmeisters zurzeit in der Hamburger Untersuchungshaftanstalt eine vorübergehende Bleibe gefunden. Schutzgelderpressung und gefährliche Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft Latif Özbek, seinem Cousin Fisi und einem Kampfgefährten vor. Auch Latif hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Mit 16 Jahren stand der Thai-Boxer erstmals im Ring. Seinen Trainern galt er als großes Talent, seine Gegner fürchteten Latifs Killerinstinkt. Dass er auch auf der Straße Widersacher krankenhausreif schlug, hat das Verhältnis zu seinem Bruder Bruce nicht getrübt. Was hat mein Bruder gemacht? Der ist jung, der geht mit Jungs spazieren, der hat sich ein paar Mal mit Leuten geschlagen und der hat auch abgekriegt und die haben ihn auch gekriegt. Das gibt es immer zwischen zwei Freunden oder zwei eine Schlägerei. Wenn einer mich anmacht, ich sage, gut, geh mal weg, aber wenn einer mich packt, dann drehe ich mich, hau ich ihn auch einen ganzen Käfer raus. Das ist doch normal. Bei einem dieser angeblich ganz normalen Spaziergänge führte Latifs Weg zur Hamburger Szene-Disco Tracks. Dort traf er auf den Partymacher Michael Ammer, der, wie oft zu dieser Nachtzeit, euphorischer Laune war. Dies sollte sich schnell ändern. Um 3.35 Uhr war die Party für ihn vorbei und sein Kiefer dreimal gebrochen. Vor Gericht schweigt Latif zu den Gründen seines Angriffs. Seinem Ex-Trainer Horst Nalbach hat er seine Version des Blitzchaos erzählt. Er ist also da in der Disco Trax gewesen und hat da gestanden. Und dann ist also Herm auf ihn zugekommen, hat ihn quasi auf Seite gestoßen und hat ihn dann irgendwie mit sehr üblen Worten beleidigt. Da ist Herm dann in die verkehrte Adresse gekommen. Ich glaube, das hätte ich als junger Mann genauso gemacht. Schon vor dem Zwischenfall im Trax hatte sich Latif in der Szene einen Namen gemacht. So gehörte er zu einer Gruppe von bewaffneten Nachtschwärmern, die sich auf dem Gänsemarkt eine Schießerei mit deutschen Zuhältern lieferte. Der Machtkampf um den Kiez hatte keinen Sieger. Latif traf eine Kugel am Kopf. Kontrahent Muffel Thomsen musste einen Schuss in die Weichteile hinnehmen. 8 Monate später erwischte es einen Türsteher des Dow Jones. Ein polizeibekannter Kickboxer sprang angeblich aus seinem Fahrzeug und soll ohne Warnung auf den Sicherheitsmann geschossen haben. Eine Aufklärung derartiger Taten gelingt selten. Denn sogar die Opfer sind gegenüber der Justiz nicht gerade auskunftsfreudig. Hinweise auf die Täter sind fast nie zu bekommen. Man gibt sich lieber ahnungslos, mit Rücksicht auf die eigene Gesundheit. Genghis jedenfalls hat seinen Job als Türsteher quittiert. Ich kam vom Sport, wollte an die Arbeit klicken und wurde von hinten angeschossen. Mehr weiß ich ja nicht darüber nicht. Und abgemacht, erst im Krankenhaus. Welche Verletzung hast du davon getragen? Ich habe schon eine Verletzung gehabt, dass ich einen Durchschuss im Oberschenkel hatte, der Knochen zersprungen war. Und ich ein Jahr lang nichts machen konnte, außer eine Eisenplatte getragen habe. Und der gerade vor kurzem entfernt wurde. Nochmal Glück gehabt habe. Meist sind es junge Ausländer, die in der Kampfschule Kwan Yu ihre Schlagfertigkeit trainieren. Wer hierher kommt, der will sich durchs Thai-Boxen auch draußen Respekt verschaffen. Die Zukunftsperspektiven der meisten von ihnen sind eher trist. Viele haben keinen Schulabschluss und leben in sozial schwachen Verhältnissen. Im Ring tanken sie Selbstbewusstsein für die Konflikte ihres Alltags. Der Trainer sieht die Schule der Gewalt als eine Form moderner Sozialarbeit. Ich möchte kein Lehrer heutzutage mehr sein. Null Respekt. Und hier haben sie halt Respekt. Und wenn ich sage, jetzt oder die Trainer oder die ehrenamtlichen Mitglieder sagen, mach jetzt 20 Liegestütze, dann macht er 20. Wenn er nicht mehr kann und wirklich nicht mehr kann, dann okay. Aber er gibt sich Mühe und er macht sie auch. Und sonst braucht er ja nicht herkommen. Ja, das ist also, ich meine, was wir halt wirkliche Straßenarbeit machen hier.
Nicht immer geht sein Sozialplan auf. Ein ehemaliger Schüler mit dem Spitznamen Entspann dich, Hakan, gehörte zu dem Kommando, das St. Pauli-Größe Karl-Heinz Schwensen im August mit 2 Schüssen niederstreckte. Negerkalle nahm die Treffer sportlich. Kein Problem, Jung. Geht alles gut. Später gab der Mann, der auch auf dem OP-Tisch auf seine Sonnenbrille nicht verzichten wollte, zu Protokoll, es müsse sich bei dem Überfall in seinem Lieblingslokal um eine Verwechslung gehandelt haben. Er verzichtete auf eine Anzeige. Ein Haftbefehl gegen Hakan konnte nicht erwirkt werden. Die Kripo sucht ihn allerdings noch wegen einer weiteren Straftat. In der Disco Palladium hatte der Kurde einem Gast ein Messer in den Rücken gestochen. Der Täter, der war dann flüchtig. Der wurde mir aber dann ungefähr 15 Minuten später wurde er mir von der Polizei vorgeführt, weil ich ihn gesehen hatte. Und ich habe ihn dann identifiziert, dass er das war. Und ich habe dann meine Leute da noch gefragt, so einige Gäste, die da rumstanden, ob sie nicht aussagen wollten. Und dann haben sie gesagt, nein, wir sagen nichts aus, wir haben Angst vor dieser Gruppe. Im Palladium sind die jungen Kurden gefürchtete Gäste. Das Opfer der Stecherei weiß bis heute nicht, warum es ausgerechnet ihn traf. Als der Geschäftsmann Strafanzeige erstattete, machte die Gang um Hakan deutlich, dass es für ihn besser sei, für immer über den Vorfall zu schweigen. Sie haben meinen Mandanten öfter aufgesucht, Kampfhunde vor der Tür, haben ihn massiv gebeten, auch mit Geld angeboten und gedroht. Er soll bitte die Strafanzeige zurücknehmen, die Klage auf Schmerzensgeld zurücknehmen, Feststellung, dass der Herr Hakan O zum Schadenersatz verpflichtet ist, und haben ihn massiv bedrängt, diese Schritte zu unternehmen. Er ist standhaft geblieben. Er ist einer der wenigen, die es überhaupt gewagt haben, diese Sache juristisch zu verfolgen. Auch die Diskoschläger wurden im Kwan Yu vor Jahren ausgebildet. Heute distanziert man sich von den Kriminellen und setzt auf Nachwuchsarbeit. Jeden Abend kommen Jugendliche wie Bohan Amiri zum Training. Der 16-jährige Asylbewerber aus Afghanistan ist hier ein Musterschüler. Seit einem Jahr bereitet er sich auf eine Karriere als Thai-Boxer vor. Außerdem möchte er Kaufhausdetektiv werden. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und ich werde auch gar nicht daran denken, damit aufzuhören. Weil das ist irgendwie die Drogen für mich geworden. Ich kann damit gar nicht aufhören. Bohans Idol Bruce hat sich vom Kiez-Milieu losgesagt. Er prügelt nur noch im Ring. Hier kann er seine Gegner bewusstlos schlagen und sich dafür auch noch bejubeln lassen. Die Kindheit verbrachte Bruce in Kurdistan. Mit 14 Jahren kam er mit seiner Familie nach Deutschland und lebte mit 4 Geschwistern in einem Zimmer. Der Vater bestrafte schon kleinste Vergehen mit roher Gewalt. Mit seinen Fähigkeiten hätte Bruce auf St. Pauli schnell reich werden können. Die Paten der Hamburger Halbwelt haben ständig Bedarf an Leuten, die nicht fragen, bevor sie schlagen. Man weiß nicht, wenn er den Sport nicht so gehabt hätte, was aus ihm geworden wäre. Was? Keine Ahnung. Weil er war ja früher auch mit Leuten zusammen, die meiner Meinung nach, wo er nicht hingehört. Und er hat den Absprung geschafft und für mich hat er sich am Sport eben dran hochgezogen, dass er eben ein ordentlicher Junge geworden ist. Kickboxer Bruce ist die Disco-Szene zu gefährlich geworden. In den letzten Monaten kam es immer wieder zu Schießereien zwischen Türstehern und ungebetenen Gästen. Die Disco-Betreiber bestimmen, wer sich amüsieren darf. Im Voila zum Beispiel sind Schnauzbärtige chancenlos. Auch Angetrunkene müssen draußen bleiben. Ihr kennt euch nicht, ihr seid doch eben gerade zusammen rausgegangen. Nee, wir sind nicht zusammen rausgegangen. Ich komme wieder raus, weil du mich nicht leiden kannst. Ich gehe gleich hoch, hol meine Jacke und komme wieder raus. Glaube ich nicht. Ja, was willst du haben? Mein Schlüssel oder was willst du? Ich will gar nichts, du kommst einfach nicht mehr rein. Gut, such dir irgendjemand, ja, der deine Jacke holt. Wunderbar, ich lasse meine Jacke hier. Zeig dir, hol deine Jacke. Ganz genau, mach das so. Zeig mich an und gut. Das ist immer schlau. Türsteher Axel rechnet mit einer Eskalation der Gewalt. In der eigenen Kampfschule trainiert er mit Waffen, die längst zur Grundausstattung der kriminellen Szene gehören. Wir nehmen so ein Ding, um die Schlagübung richtig zu machen. Natürlich läuft kein Mensch auf der Straße mit so einem Teil rum, es sei denn, er hat wirklich fiese Absichten. Aber zum Üben ist es halt ganz prima. Man lernt damit den Schlag richtig zu führen und das Schneidende, die schneidende Bewegung richtig zu lernen. Das ist schon eine Sache, das ist ein normaler Stock, wir nehmen da für gewöhnlich Rattan, kann natürlich auch Plastik oder irgendwas anderes sein, was man schon eher benutzen kann, was man schon eher an der Straße dabei hat, aber auch nur dabei haben sollte, wenn man natürlich irgendwelche Sicherheitsjobs oder ähnliches macht, ne, weil also wer mit so einem Ding auf die Straße geht und böse Absichten hat, der hat bei mir überhaupt nichts zu suchen, so viele Leute habe ich auch nicht. Klar, mit dem Ding kann man natürlich genauso wunderbar arbeiten und schlagen.
Axel weiß, dass es im Straßenkampf keine Regeln gibt. Noch üben die Schüler mit Stöcken, doch bald wird aufgerüstet. Darauf geht auch meine Ausbildung hin, dass ich wahrscheinlich irgendwann Leuten das Schießen beibringen werde. Weil irgendwann lässt es sich nicht mehr umgehen, was natürlich wirklich ganz grauenhaft ist. Aber was soll's. Warum lässt sich das nicht mehr umgehen? Die Polizei ist nicht mehr Herr der Lage. Es ist ganz einfach so, dass viel zu viele Leute bewaffnet sind, Waffen viel zu leicht zu kriegen sind. Und die Leute, die diese Waffen haben, meistens nicht die Verantwortung haben, auch damit eben rumzulaufen, sie viel zu leicht benutzen. Die Karriere des deutschen Meisters im Thai-Boxen Ivan Kirr fand 1990 ein jähes Ende. In der Haftanstalt Santa Fu verbüßt Ivan der Schreckliche eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das Gericht verurteilte ihn wegen Mordes an einem Kleindealer. Heute bereut er, nicht beim Sport geblieben zu sein. Wenn ich ein guter Boxer bin, dann bleibe ich bei meinem Thai-Boxen und mache das weiter und werde irgendwann so ganz groß. Muss nicht irgendwas Kriminelles machen, um Geld zu verdienen. So sehe ich das, ja. Und das ist ein echter Thai-Boxer. Alles andere ist, was so im Kielwasser schwimmt. Der ehemalige Fremdenlegionär galt als der härteste Schläger seiner Zunft. Ivans Trainer schwärmt noch heute von seiner ehemals besten Kampfmaschine. Man sieht die gute Deckung von Ivan. Er beginnt bei erst mit dem Boxen, dann macht er einen Low-Kick, nochmal einen Low-Kick, der also schon zu einem Punktgewinn führt. Und dann gehe ich noch zu irritieren. Und dann geht er wieder nochmal Low-Kick und dann geht er nach oben mit Boxen, kurz an, hier winkelt der linke Haken und das wär's. Durch seine Siege wurde Ivan auch im St. Pauli-Milieu ein gefragter Mann fürs Grobe. Das ist das Umfeld. Das sind andere Sachen, die auf einen einwirken. Sicherlich auch irgendwelche Leute, die das sehen. Der Mann ist ein guter Kämpfer, er weiß, er kann sich mit dem profilieren, zeigt sich mit dem, unbewusst für den Kämpfer oder für den Sportler und wird dann ausgenutzt. Selbst als Weltmeister bekommt Bruce für seine Kämpfe selten mehr als ein paar hundert Mark. Früher hat auch er den Verlockungen des Hamburger kriminellen Milieus nicht immer widerstehen können. Heute bestreitet der sanfte Riese seinen Lebensunterhalt als Kleinkünstler bei Folkloreveranstaltungen in türkischen Restaurants. Was ist schöner, singen oder kämpfen? Kämpfen ist schöner. Warum? Ich liebe das, kämpfen. Also das heißt nicht, dass ich auf der Straße und so, das kann keiner sagen, dass Bruce sich auf der Straße geschlagen hat. Nee, ein bisschen Bruce Lee haben wir gespielt, das ist schon 15 Jahre her. Ich bin mehr, der sich im Ring zeigt, gegen einen starken Mann, im Ring mich zu beweisen, was ich drauf habe. Ich schlage mich nicht auf der Straße oder so. Drehschluss auf der Reeperbahn. Der Kickboxer muss sein Spielzeug wieder abgeben. Sicher ist sicher. Bruce. Ja. Thank you, Degan. Thank you. Good. Thank you. Ja. Bruce hat seinen Job für heute erledigt. Der Kampf um den Kiez geht weiter.